Ein Kind verbleibt. Wo ist es? Wahrscheinlich unterm Baum. Jojovo, der geheime Heiden-Sieg-Champion. Ich bin im Kopf der Kinder. Ich orte sie, ich finde sie. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Night and Conquest. Hier dran ist es so, wie im letzten Mal habe ich die Kampfarena in einem Rutsch geschafft und habe die Verena nun in meine Mannschaft geholt. Und ich dachte doch, die kommt mir bekannt vor und ich habe nachgeschaut. Ja, es ist wirklich der Fall. Ich bin schlecht mit Namen, aber Gesichter kann ich mir einigermaßen merken. Sogar das Ingame-Modell ist das genau gleiche wie von der Elizabeth Foster, einem Charakter aus Vampsaw Contagion of Dracula. Und auch das spielt sich gleich aus. Gut, ein neues Mitglied. Nun sollte es hoffentlich ein bisschen besser gehen bei den Kämpfen. Mache ich halt nochmal, weil alle meine Teammitglieder einigermaßen auf dem gleichen Level sind. Der Leon ist jetzt Level 5, aber trotzdem, der kann austeilen. Gut, und ich habe mich jetzt erinnert, ich habe ja das Handbuch hier. Das Monsterhandbuch habe ich auch. Da könnte ich auch mal wieder reinschauen, was ich da alles habe. Dämonendral, Untoter, Seelensammler, der Tod. Zombie, Lord Melchior hatte ich gesehen. Auch Reiter, auch König, Dämonensoldat 2, der Ogre. Dämonenpaladin, Dämonenengel. Kramos, ein schreckliches Geschöpf der Hölle. Arena-Boss. Und das war ein Mensch. Aha. Betreibt die Arena und dient den Dämonen. Nathalie, eine Dämonin im Besitz einer mächtigen gestohlenen Waffe. Hornet, Dämonen-Nathalie. Prinz Lazarus und das waren alle. Aber ich wollte ja ins Handbuch schauen. Das haben wir hier. Ich wollte nämlich nochmal sehen, was die Attribute bedeuten. Also KP waren Kraftpunkte, Magiepunkte, Krafteinheit, also wie viel Schaden sie verursachen mit normalen Angriffen. Verteidigung, Intelligenz ist die Stärke der Magie. Beweglichkeit, Schnelligkeit der Aktivleiste. Genau, die Aktivleiste. Okay, dann haben wir das, haben wir das, haben wir das. Also, Verena habe ich, den Leonard habe ich, die Darian, den... Das bedeutet, eine weitere Elite, die ich noch freischalten könnte, wäre der Trevor. Versteht das richtig? Haben hohe Statuswerte und können neue Techniken in Skillshops erlernen. Aha. Sollte ich auch schauen, ob die einen dieser neuen Flächenangriffe lernen kann. Ich hab ja Money. Aber auch wieder interessant zu sehen, weil... Night and Conquest ist ja eines der... älteren Projekte von Riot Games und dass eben ein Modell und ein Charakterbild nochmal in einem anderen Spiel verwendet wird, aber das kam ja vor Vampsaw, kam ja davor. Okay, sie hat viele MB-Punkte Status. Ich kann mir aber nur von ihm den Status anschauen. Leider nicht von den anderen Charakteren. Sie hat ja sie hat mehr MP, noch mehr Gesundheit als der Leon. Gut, auch Level 5. Es könnte sein, dass sie auch wieder, sage ich, mehr im Nahkampf. Gut, sie hat ja, man hat ja gesehen, sie hat ja den einen Ritter hier zack mit einem Hieb erledigt. Könnte gut sein, dass sie auch mehr für den Nahkampf geeignet ist. Gut, also schauen wir mal, was wir ihr hier kaufen können für eine Magie. Bis jetzt noch nicht. Heilkräutern kaufen. Den brauche ich jetzt eigentlich nichts. Habe ich genug. Ich brauche aber neue Magie. Bitte neue Magie für mich. Magie-Shop. Magie. Aha, sie kann eine Lichtsäule lernen. Sie kann den Schneesturm lernen. Moment. Ach, ich konnte jetzt den Eistornado entweder der Verena oder der Daria beibringen, aber beiden geht's nicht. Wenn ich ihn einmal gekauft habe, ist es weg. Höllentornado kann sie lernen, aber nicht Uranus-Chaos. Dann könnte das für Trevor sein. Beschwöre einen Tornado aus Feuer. Wisst ihr was? Ich nehme das einfach mal. Bitteschön, ist gelernt. Ah, nee, halt, stopp. Schneesturm, verfügbar ist. Sie kann den Angriff lernen. Eistornado nicht verfügbar heißt, dieser Charakter kann ihn nicht erlernen.
Genau, die können es nicht lernen. Er hat es gelernt. Wasserbombe könnte sie auch lernen. Aha, aha, aha. Gut, dann hat sie jetzt hier den Feuerangriff. Alles klar, alles gleiche. Wunderbärsche, ne? Also, die Ostregion, die Wüstenregion ist jetzt offen, wo ich die Natalie treffen könnte, weil sie hat ja gesagt, sie wurde dort, sie war da Teil einer Verbrecherbande und sie musste Sachen klauen, damit sie halt am Leben bleibt. Und jetzt wollen wir die natürlich hier den Garaus machen, damit es ja keine Probleme mehr gibt mit ihr und der Natalie. In der Stadt, einmal speichern, bitte, dankeschön. Hui, hui, hui. Gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich erstmal hier in die Stadt und schau mal, was die Verena kann. Osalsk Town, Auswahltreffen, Eingang betreten. Ach, ich kann einfach rein? Ich muss die Einheit nicht mal besiegen, oder was? Interessant. Dann unterhalte ich mich mal ein bisschen mit den Leuten hier. Ein Hellseher. Willst du einen Blick in die Zukunft? Ja, gerne doch! Okay, dann mal los. Einen Augenblick, ich konzentriere mich und dann schaue ich, was die Zukunft für dich bereithält. Das Schicksal meint es nicht gut mit dir. Deine Zukunft ist voller Dunkelheit und Kälte. Kehre besser um. Okay, dann hoffe ich, dass die Glaskugel im Irrtum liegt. Meine Fähigkeit sind erschöpft. Ich brauche jetzt etwas Ruhe. Weißt du, du willst dich hier einer Dämonenarmee stellen. Da ist doch klar, dass da Dunkelheit und Kälte auf dich zukommt. Solltest du gefasst sein. Willkommen, Ritter. Ich verkaufe dir Lebensmittel zu fairen Preisen. Roastbeef groß. Roastbeef. Der Basti hat auch gesagt, in einem Update will er da Äpfel und sowas reinbringen. Hä? Auf die gute Ernährung. Ein bisschen Abwechslung, darauf kommt's an. Wer ist denn die Kleine da? Lass mich ran. Hallo? Lässt du mich bitte mal raus? Ich komme nicht vorbei, weil der verdammte Händler mir den Weg verstopft. Du kommst hier nicht raus. Wenn du raus willst, musst du kaufen. 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 Autsch. Jetzt habe ich mal was gezerrt. Lass mich raten, das ist sicher die Schwester oder der Bruder von der Natalie. Malina. Verdammt, wo sind sie nur? Ist was passiert? Meine drei Kinder sind hier irgendwo. Sie sollten nicht nach draußen, wegen dem Sandsturm, aber... Sie ist eine Mutter von drei Kindern, also dafür sieht sie noch ziemlich gut aus, ne? Gut, ich sehe jetzt natürlich nur den oberen Teil, also wie die Magengegend aussieht, keine Ahnung, aber... Der erste Blick, würde ich sagen, nicht schlecht. Kinder eben. Aber ich kann sie suchen. Mir macht der Sturm wenig aus. Wirklich? Das wäre großartig. Ich mache mir schreckliche Sorgen. Keine Angst. Ich werde sie finden und den Ort gründlich absuchen. Wahrscheinlich werde ich sie finden, wenn ich diesen Soldaten besiege, hä? Camille. Der Sandsturm wurde schlimmer, nachdem Abaddon aufgetaucht ist. Und dann ist auch noch unser Trinkwasser verseucht worden. Diese elenden Dämonen. Ihr schöpft das Wasser aus dem Brunnen. Woher kommt es? Vielleicht ist irgendwas für die Verschmutzung verantwortlich. Das Grundwasser kommt aus der Oase nahe der Stadt. Einige Bewohner sind bereits daran erkrankt. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Hoffentlich kann ich das Problem lösen. Ihr braucht euer Trinkwasser. In der Tat. Und durch den Sandsturm wird die Sache noch viel schlimmer. Aha, ich soll also Kinder finden und ich soll eine Oase untersuchen. Willkommen, Ritter, auf der Suche nach Bauteilen. Ich komme vom Labor und brauche Bauteile für ein Flugschiff. Ah, du wolltest bestimmt die Bestellung abholen. Aber da gibt es ein Problem. Was denn für ein Problem? Die Daru-Brüder fertigen die Teile an. Sie bekommen momentan kein Material geliefert. Irgendwas mit der Goldmine. Solange kann ich hier nichts machen. Tut mir leid. Schau am besten bei ihnen vorbei und erkundige dich. Verdammt, dann mache ich mich auf den Weg und frage nach. Aha, also ich soll in der Goldmine nachgucken, ich soll Kinder gucken, finden und ich soll nachschauen, was bei der Oase ist. Aha. Gut, allerlei Sachen, die ich mir merken muss, hä? Ich muss die vermissten Kinder finden, bevor ich Osalis verlasse. Ach, ist es jetzt hier Hide and Seek oder was? Wo sind die? Sicher hier, irgendwo hinten dran. Da bist du ja. Ihr Kinder solltet lieber nicht draußen sein bei diesem furchtbaren Sandsturm. Aber wir wollten bloß Verstecken spielen.
Macht sich Mami Sorgen? Oh ja, sie sorgt sich sehr um euch. Ich bringe dich jetzt zurück. Gut, ein Kind habe ich gefunden. Ein Glück, dir ist nichts passiert. Aber ihr sollt hören, was man euch sagt, Larissa. Ja, Mami, tut mir leid. Ist schon gut, aber du gehst jetzt besser rein. Das war Nummer 1. Und das zweite Kind folgt zugleich. Danke, dass du sie zurückgebracht hast, aber noch sind nicht alle zurück. Keine Sorge, ich suche weiter, bis ich alle gefunden habe. Die sind irgendwo sicher hier offscreen versteckt. Irgendwo offscreen versteckt. Haha! Hey, was machst du hier? Wir spielen Verstecken. Es ist viel zu gefährlich, bei diesem Sandsturm draußen zu spielen. Ich bringe dich zurück nach Hause. Der ist höchstens 10 Schritte von ihr entfernt und sie sieht ihn nicht. Braucht sie vielleicht eine Brille? Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Ihr solltet nicht rausgehen. Aber ist doch nichts passiert, Mami. Ihr könnt Verstecken spielen, wenn der Sandsturm nachgelassen hat. Und jetzt rein ins Haus, Toni. Danke, dass du ihn zurückgebracht hast, aber noch sind nicht alle zurück. Keine Sorge, ich noch weiter, bis ich sie alle gefunden habe. Gut, ein Kind verbleibt. Wo ist es? Wahrscheinlich unterm Baum. Jojovo, der geheime Heiden-Sieg-Champion. Ich bin im Kopf der Kinder. Ich orte sie, ich finde sie. Ernsthaft, ich musste gar nicht lange suchen. Eins oben, eins unten, eins rechts. Habe ich dich gefunden. Du weißt, es ist sehr gefährlich hier draußen. Ich verstecke mich vor meinen beiden Geschwistern. Ich habe sie schon gefunden. Deine Mutter macht sich Sorgen. Ich bringe dich zurück zu ihr. Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Ihr solltet nicht rausgehen. Entschuldige, Mami. Krieg ich Ärger? Nein, mein Schatz. Aber geh jetzt mit ins Haus rein. Bitteschön, alle drei Kinder. Pünktlich zur Stunde. Vielen, vielen Dank. Du hast alle meine Kinder zurückgebracht. Ich bin so froh, dass ihnen nichts passiert ist. Gern geschehen. An deiner Stelle hätte ich mir genauso Sorgen gemacht. Kinder sehen nicht immer die Gefahr. Ja, Kinder können manchmal anstrengend sein, aber man liebt sie trotzdem. Auch wenn es wehtut, wenn sie sich einmal anlächeln, kriegst du alles wieder zurück. Passt gut auf euch auf. Ich hoffe, der Sandsturm wird sich mildern, sobald die Dämonen besiegt sind. Hoffentlich. Ich gehe nun besser rein. Passt du auch gut auf dich auf. Entschuldigung, natürlich ist es schön zu helfen, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich hier eine Belohnung kriege. Ganz ehrlich. Keine Belohnung? Nicht irgendwie vielleicht ein hilfreiches Item, ein Tipp, wo ich vielleicht was finden kann? Nö, nixe. Na, hoffentlich tut sich das später irgendwie hier so gestalten, dass dann was passiert. Zum Beispiel, ich werde hier als Verbrecher dargestellt und dann kann sie sich, geht sie in den Zeugenstand und sagt, nein, dieser Mann ist gut, denn er hat meinen Kindern geholfen, in größter Not. Irgendwie sowas. So. Also, ich habe einige Infos. Und nun ist der Soldat dran. Pass auf! Jetzt kommt die Verena. Ach, du liebes bisschen dämonischer Reiter erschienen, dämonischer Paladin, Ach, die Kavallerie ist da. Na, dankeschön. Dann nehmen Heilungsprozess hoch. 100 KP auf alle. Dead eat gut. Dead eat gut. Heiliges Omen. Pow. Was kann die Verena? Oh, die hat Degen. Okay, Magie. Retterschlag 3. Summer Salt Kick. Ein Salto rückwärts mit vernichtendem Tritt. Höllentornado. Aha. Höllentornado! Feuer frei! Boom, Schakalaka! Magie. Wasserfall. Hablabla. Wo kriegt denn das ganze Wasser her? Wir sind doch hier in der Wüste. Autsch. Magensäure. Blablabla. Von wem ist sie? Von ihm oder vom Pferd? Schlaf, Eider, Eiderdaus. Machen wir Objekte, du sollst wieder aufwachen. Jetzt haben die rote Kräuter. Waruf! Waruf hier! Hier wird nicht gepennt bei der Arbeit. Machen wir mal einen normalen Angriff. Wie viel Schaden macht sie? Okay, 82, na gut. Ich hatte der simple Angriff. Heiliges Omen! Nun weg mit euch! Machen wir mal einen Somersault Kick. Somersault Kick! Oh. Okay, macht schon was. Autsch. Oh, Leon, nee. Pass auf, Leon, pass auf. Jetzt schlafen die alle. Zum Glück habe ich vorher gespeichert.
Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Jetzt sag nicht, das ist das gleiche Spiel nur mit dem Leon, dass ich mir um den Leon hier Sorgen machen muss. Na, dankeschön. Ja, ich habe gewonnen. Aber was für ein Preis, der Leon. Nein! Leon, bist du nicht mehr da? Lieber Leon, Löwenherz. Nee, nix hier. Vergiss es, ne? Ich gebe dich nicht auf, Leon Löwenherz. Okay, nun weiß ich, was sie drauf hat. Ich hatte nach der Kindersuche gespeichert, oder? Okay, jetzt einfach hier heiliges O. Einfach Flächenangriff nach Flächenangriff. Und dann habe ich sie erledigt. Und Tornado. Witsch. Finde ich ja cool. Die hat einen Degen, er hat einen, ich würde sagen, ein Breitschwert. Der Abel hat ein Langschwert. Autsch. Yikes. Ick. Und Gift. Yikes. Okay, Halle geschoben. Ich würde sagen, nochmal eine Runde Flächenangriff und dann sollten die erledigt sein. Hallo, Tornado. Und da kommt der Wasserfall. Oh, erfrischend hier in den Tod hinein. Zack. Und zack. Vorbei war es gewesen. Die Kavallerie ist nicht mehr hier. So, jetzt bin ich vergiftet. Autsch. Okay, einmal heilen. Hotel. 60 Gold. Ich habe genug. Hier, bitteschön. Ich habe ja noch die ganzen Kampfstationen. Das heißt, wenn mir das Geld knapp werden sollte, kann ich mir einfach wieder Nachschub holen. So, da habe ich nun mich darum gekümmert. Diese Ruine oder was auch immer das ist, interessiert mich. Ach, das ist die Goldmine. Gut, nichts machen. Wisst ihr was? Dann kümmere ich mich erstmal um dich. Ah, der gleiche Aufbau wieder. Okay, hallo, Schaumen. Pink. Bam. Machen wir mal gezielte Angriffe mit ihr. Mit dem Abo und mit dem Leon machen wir mit Licht und Wasser. Okay, der eine ist schon mal hinüber. Sehr gut. Autsch. Aufschützer. Haha, Hellebatsch vorbei. Hellebatsch. Zack. Einmal Hallige Schaumen. Boom. Und Wasserfall. So, die kann ziemlich schon. Ja, die ist schon. Die geht sehr schnell wieder an. Also ihre Aktivleiste ist wirklich sehr schnell wieder gefüllt. Das finde ich prima. Ja, schon noch die Kavallerie da. Leon. Nö. Ihr Drecksäcke. Ihr Bastarde. Da bleibt der nette junge Trovo daheim. Wenn ihr sowas macht, um mich hier sauer zu machen. Wenn ihr hier meinem Leon hier nur einzelne silbernen Haare krümmt, dann komme ich her und rede euch hier mit meinem großen Zeh in die Augenhöhlen. Zum Glück speichere ich schon auf. Was sagt die Zeit? Wie viel Zeit habe ich noch, ne? Hei. Und ich musste ja auf jeden Fall besiegen. Auf jeden Fall, damit das Gebiet gesichert. Also. Hängen wir los. Heilige Schoben. Wisst ihr was? Am besten macht der Leon hier eher die Einzelangriffe, weil der kann mehr austeilen. Aber zuvor erstmal ein Ritterturm. Angriff ab. Okay, Dämonenschlag 2. Autsch, und sie schläft eine Runde. Autsch. Ach, und der Angriff weckt sie wieder auf. Alter, wie viel Schaden? Okay, der Alex hier stark. Verteidigung ist nicht die beste, hä? Autsch.
Na warte, gegen die Kavallerie. Gegen die komme ich mich. Somersault Kick. Ist kein Roundhouse, ist ein Somersault. Machen wir Ritterhelfer 2. 100 KP. Auf alle, ne? Macht schon einen Unterschied aus. Dämonenschlag 2. Autsch, und der schläft. Komm, greif ihn. Angriff. Boom. Yikes. Magensäure. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich heilen, lass mich heilen, lass mich heilen. Magie. Ist hier stark. Glück, Glück. Autsch. Machen wir den Wasserfall, dann ist nämlich die eine Kavallerie auf jeden Fall schon mal erledigt. Jawohl, so soll's sein. So soll's sein. Was war das Gift? Grüne Kräuter. Piep. So. Dann machen wir Schalliger Omen. Dann sind, denke ich, die Paladine erledigt, oder? Nicht ganz, nicht ganz. Okay. Dämonenschlag 2. Say Night Night? Nö. Magensäure. Die Magensäure scheint irgendwie nicht mehr zu stark zu sein. Das ist mehr halt Gift, was die machen kann. Okay, Objekt. Hab ich ja zum Glück genug. Der Armel muss geheilt werden. Machen wir einen Angriff und zwar auf. Damit sollte der. Ah, komm schon! Zack, kommt der Abel, soll agieren, soll heilen. Bam, weg bist du. Dämonenschlag 2. Okay, okay. Ach, leck mich doch hier fett am Buckel. Du bist hinüber. Der wird ja zum Glück wiederbelebt, der Abel. Also da tue ich, mache mir jetzt keine Sorgen. Und jawohl! Da sollte der brutale Angriff auch kommen. Dankeschön. Puh. Okay. Haben wir irgendwie hingekriegt. Irgendwie haben wir das hingekriegt, ne? Ja gut, ja gut. Alles Tutti-Frutti. Ruhen wir uns aus. So, dann habe ich schon mal zwei von diesen Kavallerieeinheiten erlegt. Und die sind fies. In der Stadt. Einmal speichern, bitte. Dankeschön. So, also die Verina. Die ist so ähnlich wie der Leon, ja? Sie hat wirklich einen starken Nahkampfangriff mit dem Somersault Kick. Hat aber halt eben keine Fähigkeit, um ihren Angriff zu hören. Und so wie ich das sehe, ist ihre Verteidigung nicht so hoch. Hätte man ja vielleicht machen können, dass der Leon ist eher mehr offensiv, sie ist vielleicht mehr defensiv. Also, dass sie eine Fähigkeit hätte, mit der sie ihre Verteidigung erhöhen kann. Nur ein Vorschlag. Nur ein Vorschlag. Wobei sie aber auch eben mehr MP hat. Also, da aus ihr hätte man vielleicht eine Magie-Schwertkämpfe ran machen können. Wer weiß. Gut, ich habe ihr Höllentornado gegeben. Hey, mach ich noch was? Mach ich mal eine längere Runde? Wisst ihr was? Ich bin neugierig. Ich bin neugierig, was da in der Goldmine auf mich wartet. Ich habe hier abgespeichert, dann gucken wir mal rein. Okay, ich sehe einen Speicherpunkt und ich sehe ja wieder wie in der anderen Mine hier Ork-Kämpfer. Ach du liebes Bisschen. Sind das viele? Hallo Robin! Die werden ausgetrieben. Alox, raus, raus, raus. Erstmal Licht. Und dann kommt noch Feuer. Und weil sie ja dann brennen, werden die noch abgekühlt. Katsch. Eine Runde, ey. Das ist ja Teamwork, sag ich mal. Teamwork. So, wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Wer will? Wer will nochmal? Ist diese Mine so ähnlich wie die aus Abaddon sieht? Abaddon of Demon Sister? Kommt mir bekannt vor irgendwie. Einmal Boom. Einmal Beam. Und einmal Bam. Und das müsste jetzt auch schon wieder gewesen sein, oder? Yeah! Oh, das befriedigt mein Gefühl der Zerstörung. Einfach hier, ein Angriff nach dem anderen. Bim, Bam, Boom, Bam. Alles aus.
So, machen wir mal ein Objekt. Magie. Bisschen Magie. Amadou. 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 Und dann sollte auch die dritte Welle hier erledigt werden, oder? Aber da hinten ist noch irgendwas. Definitiv. Wahrscheinlich wieder so was, sowas wie ein Ork. Anführer. Irgendwie sowas. Hallo, Schaumen. Na! Einmal Feuertonado. Höllentonado. Feuer, 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 jo. Und da kommt noch hier der Bastabal. Ups. Und da war es gewesen mit den Orks. Der Eingang ist gesichert. Ah, das war erst... Es war erst der Eingang. Bin ich blöd, hey? Weil hier ist der Anfang gewesen. War ja erst der Anfang. Auswahltreffen, Bayern, bitte, Dankeschön. Gut, wenn das jetzt so weiterläuft, lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Ach, muss ich hier jetzt noch einen Schlüssel finden, oder was? Hinweis zum strengen Verlauf. Den Pfad über die Gleise nur mit einer Lore überqueren. Aha. Muss ich das hier anschieben? Ich muss die Tür öffnen, bevor ich über die Gleise fahren kann. Okay, das heißt, ich habe jetzt den Eingang gesichert. Und entweder kriege ich den Schlüssel irgendwo anders, vielleicht bei der Wüsten. Wahrscheinlich kriege ich den bei der Wüstenfestung, hä? Wahrscheinlich sind dort vielleicht sogar andere Ork-Krieger. Oder ist der Schlüssel hier irgendwo versteckelt? Hier irgendwo im Schatten vielleicht. Hm. Sieht für mich nicht so aus. Sie haben auch keinen Schlüssel fallen lassen. Den werde ich sicher irgendwo kriegen, aber keine Ahnung, war aber gut. War doch gut gewesen, dass ich das jetzt in den Part reingepackt habe, weil dann habe ich diesen Fortschritt schon mal gehabt. Und ja, meine Damen und Herren, wir reden ja schon in unser Team. Die Wüstenregion wird jetzt weiter untersucht, wird gesichert, wird geschützt vor allen Dämonen, die hier rumlaufen. Und ja, immer weiter auf der Leiter des Erfolgs. Und wenn Ihnen diese Ausgabe von Night and Conquest gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.